Das Ende des Grafen. Es war gekommen. Die aufgetürmten Leichenberge waren Nährboden für ein Phänomen, welches den weltlichen Verstand des Grafen bei weitem überstieg. Über 1000 Leiber, zerschnitten in Hass, zerfetzt in Verzweiflung und zermalmt in bloßer Raserei, waren der Schlüssel für ein längst vergessenes Übel. Aus ihrem Blut, ihrem Fleisch, ihrer Haut, den Haaren und ihren Knochen manifestierte sich ein Tor in die leibhaftige Hölle. Ein Tor, geformt aus dem Groll der Toten, öffnete den Pfad zwischen Midgar, der Welt der Sterblichen, und Utgar, der Welt der Unsterblichen, und besiegelte den Untergang der Grafschaft Andacht und aller, die darin lebten. Die Geschichte des Grafen war allerdings eine andere. Es war das Schicksal, welches er sich selbst zuteil werden ließ. Er selbst war es, der die Dämonen in seiner Hybris heraufbeschwor. Unwissentlich vielleicht, aber dennoch wahrhaftig. Während Dämonen aus dem Weltentor strömten, stürzten sie sich, einem Schwarm Heuschrecken gleich, auf ihren menschlichen Fraß. Der Graf, wohl wegen seines Sieges über den König ruhend, wurde durch ohrenbetäubendes Getöse, Todesschreien gleich, aus dem Traume gerissen. Nur, um in einem wahrhaftigen Albtraum wieder zu erwachen. Seine Trutzburg, nun in jedem Widerstand gebrochen, war zum Pfuhl der Sünde geworden. Und es verblieb nicht viel mehr vom alten Glanz, als eine prallgefüllte Speisekammer für die dämonischen Scharen. Andacht, stets ein findiger Mann gewesen, sah für sich und sein einziges Kind nun keinen Ausweg mehr. Er eilte ins Zimmer seines Sohnes, um ihn bis aufs Letzte zu verteidigen. Doch war dieser bereits verschwunden. Verzweiflung und Zorn verfinsterten das Herz des Grafen. Die Bedrohung im Nacken spürend, riss er einen Gitterpfosten aus dem leeren Kinderbett seines Sohnes heraus und wartete auf sein unausweichliches Ende in Gestalt einer übermenschlich großen, geflügelten Monstrosität mit dem Haupte einer grotesken, unbeschreiblich widerlichen Bestie. Er stürmte wutentbrannt auf sie zu, wohlwissend, dass es die letzte Tat seines Lebens sein würde. Doch bevor Andacht dem Dämon seinen Flock in den Wanz stoßen konnte, packte dieser den Grafen mit der Rechten am Schädel und zertrümmerte ihm langsam den Kiefer. Andacht, dem der Verlust seines gesamten Lebenswerkes, seines Sohnes und gar seines Lebens selbst binnen einer Nacht den Schädel zu sprengen schien, rammte in einer letzten Verzweiflungstat den Pfosten des Kinderbettes durchs Auge der Bestie mitten in ihr Hirn und streckte sie nieder. Nun im Blute des Monsters liegend, mit zermalmtem Kiefer und klaffender Wunde am Hals, erstickte Andacht langsam an seinem eigenen Blut und an dem des Dämons. Langsam verloren seine Augen ihre Farbe. Langsam verloren seine Ohren ihren Klang. Langsam verlor seine Haut seine Wärme. Und Andacht, er schlief ein.